Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Ich habe mich seit letztem Mal aufgemacht in den Dom von Senakent nochmal. Wir müssen da noch was erledigen. Wie man hierher kommt, ist eigentlich ganz einfach. In der Liste bei Sid einfach Senakent auswählen und hier wieder in den Dom gehen. Achtung, dort wo man hinkommt, gibt es ein Teleporterfeld, mit dem man sich deutlich näher an den Eingang des Doms ranbeamen kann. Also man muss nicht die ganze Strecke zu Fuß laufen. So, und was wir hier machen wollen, ist vor allem und das letzte geheime Item finden, weil es gibt ja, bis jetzt hatten wir 6 Tempel und in jedem Tempel gab es bis jetzt noch ein geheimes Item. Und auch hier gibt es eines. Wenn wir uns die Wand hier genauer anschauen, sehen wir, dass hier jetzt 6-7 Quadrate eingezeichnet sind und anstatt der anderen Symbole, die vorher waren. Und wir müssen jetzt quasi alle 7 Quadrate finden auf den zwei Flächen. Diesmal sind es 3 Quadrate hier draußen und 4 Quadrate drinnen. Das heißt, gleich die dreimal aktivieren. Ist nicht allzu schwer. Zumindest wenn man weiß, wo sie sind. Dann müsste da eins sein. Ja, genau. Dann ist noch rechts hier unten weiter eins. Fehlen noch zwei. Und wenn wir das fertig gemacht haben, wenn man hier näher zum Aufzug hingeht, dann kommt der Aufzug, mit dem würde ich allerdings raten, nicht runterzufahren. Denn wenn man hier, wenn man mit dem Aufzug runterfährt und dorthin geht, wo man Junoreska besiegt hat, wartet ein ziemlich starker Gegner auf einen. Vielleicht zeige ich den noch irgendwann mal her, wenn ich Zeit habe oder wenn ich Lust habe. So, und das war das vorletzte und das müsste der letzte sein. Ja, genau. So, das heißt, wir haben auch quasi das geheime Item dieses Rätsels zumindest schon vor Augen. Wir müssen uns nur mit den Sphäreus Fraktura holen und an der richtigen Stelle einsetzen. Dazu müssen wir uns erstmal holen. Und sehr ähnlich wie im ersten Tempel bekommen wir auch hier ein Item für Yuna. Sehr interessant eigentlich, weil sie quasi somit am meisten Items in Bonus-Items in den Tempeln bekommt. So, einfach nehmen. Das ist ein, glaube ich, ein Magisterstab. Kann nicht besonders viel, glaube ich, nur plus 50% Mana. Nicht etwas übermäßig Tolles oder übermäßig Schweres. Also oder übermäßig Nützliches. So. So, und jetzt haben wir quasi alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir uns eine neue Bonusbeste erholen. Das geht wie gesagt nur dann, wenn man alle Bonusgegenstände in allen Tempeln gefunden hat und auch mitgenommen hat. Wo es die Bonusbeste ergibt, ist nicht allzu einfach erklärt. Nämlich da müssen wir zuerst mal auf Sids Liste gehen. Ja, das haben wir schon gehört. Und das Problem ist nämlich, es ist nirgends da auf der Liste der Ort, wo wir hinwollen. Das heißt, wir können auch... es gibt zwei extra Menüpunkte hier bei Sid, und zwar eingeben, da können wir ein Passwort eingeben und wir bekommen so bestimmte Orte freigeschalten. Oder wir können auf der Karte selbst suchen. Und den Ort, den wir haben wollen, den kann man nur suchen und da müsste, glaube ich, hier irgendwo sein. Stimmt das jetzt schon? Ich glaube schon. Nein. Ja, vielleicht etwas auf der links. So. Ah, hier, ja. Also ich glaube zwischen, wie war das, zwischen 12 und 16 X und zwischen 57 und 63 Y, da in der Nähe liegt der Yevon-Tempel von Barge. Und das ist quasi der 7. Tempel, den wir finden werden, mit dem Tempel Remium, sogar der 8. Tempel. Und sobald wir die Meldung bekommen haben beim Suchen, dass wir den Ort gefunden haben, können wir ihn hier auch auswählen. Das heißt, wir fliegen jetzt zum Yevon-Tempel Barge. Und bevor ihr dorthin gehen wollt, eine kurze Warnung. Zu der neuen Beste zu kommen ist nicht allzu einfach. Ich werde mir es relativ einfach machen, und zwar folgendermaßen. Wichtig dafür ist, ich brauche die volle Ekstase von Rico und die volle Ekstase von Tidus. Und zwar in dem Fall Gemetzel. Es geht anders auch,
Wenn ihr es anders machen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall bei allen Charakteren schauen, dass ihr euch gegen Stein schützt. Das ist sehr wichtig. Und ihr solltet vielleicht noch einige Minuten trainieren, weil der nächste Gegner ist nicht allzu einfach. Was ist los? Talos. Das ist What's übrigens. up? Something here? I almost got eaten by a fiend here. Payback time. I get the picture. All right, let's go. Ja, das ist natürlich jetzt, wer genau aufpasst. Ups, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Falsche Taste gedrückt. Man muss nämlich Kreis drücken zum Tauchen. Wer sich erinnern kann an die ersten paar Folgen, weiß schon, welcher Gegner kommt. Und das Problem ist dieses Mal allerdings, dass er andere Angriffe hat und sehr viel stärkere Angriffe. Wir sehen das gleich. Hier ist der Eingang zum Tempel, wo wir eigentlich hinwollen, aber zuerst kommt das hier. Und wer es gar nicht mehr kennt, das ist der Tempel, in dem sich Tidus versteckt, kurz nachdem er nach Spearow kommt und wo er Rico das erste Mal trifft und wie auch immer. So, der Typ ist Boss Gaino oder wie auch immer. Das ist der gleiche, den wir schon mal quasi mit Tidus bekämpft haben, alleine. Er war auch damals nicht allzu einfach. Wir wollen ihn uns allerdings ziemlich einfach machen, und zwar folgendermaßen. Wir verwenden Rikus Ekstase Basteln. Und schauen wir mal, ob wir da. Wir müssen. Die Dinger, die ich suche, sind ganz unten. Oh, Moment mal. Ja, hier. Also, für wenn man in 6 Gebieten jeweils eins von den Monstern für die Monsterfarm fängt, also alle Monster in den 6 Gebieten fängt, dann bekommt man als Belohnung 99 Tore der Zukunft. Die sind sehr einfach, wenn man es mit Rikus Ekstase verwendet. Man kann sie mit anderen Items auch kombinieren. Ich nehme immer gleich 2, weil ich brauche sie eigentlich für sonst gar nichts. Das heißt, ich nehme 2, löse die Ekstase aus und dann passiert folgendes. Das löst nämlich Quartett 99 aus. So, Tidus werden wir mal Hastka machen lassen. Ich hoffe, er macht mir jetzt nicht irgendwie meine Charaktere kaputt. Genau, dann kommt's. Ja, das Problem ist Perserschlag. Ja. Genau das passiert bei Perserschlag. Deswegen gegen Steinschützen. Es macht nichts. Es sollte eigentlich funktionieren, dass das für Waka trotzdem gezählt hat, die eine Runde, die er abwehrt. Mit Tidus wollen wir auf jeden Fall jetzt ein Gemetzel machen und wir sehen dann auch gleich, was Quartett 99 bringt. Nämlich jeder Schlag. Egal welcher Schlag, macht 9999 Schaden. Und wenn er 6 Mal zuschlägt, sind das gar nicht so wenig Schaden. Also fast 60.000 Schaden. Geno hat, glaube ich, 35.000 Schaden. Das heißt, man kann sich quasi anders auch behelfen. Aber dadurch, dass man wirklich nur mit Tidus, Rico und Waka hier kämpfen kann, ist es nicht allzu einfach. Man kann ihn nicht wechseln, man kann nicht übermäßig toll heilen. Tja. Wie gesagt, wenn es für Waka jetzt nicht zählt, ist auch egal, ist nicht so tragisch. So viel AP gibt er nicht, dass es wirklich wichtig wäre. Viel wichtiger ist, wir können jetzt in den Tempel rein. Also noch etwas runtertauchen. Ich hoffe, das alles geht sich heute noch in einer Folge aus. Es gibt übrigens im Luftschiff noch einige andere Orte zu entdecken, sowohl über das Suchen auf der Weltkarte, also mit den Koordinaten, als auch über das Eingeben von gewissen Passwörtern. Ich werde die auch alle herzeigen, zumindest die ich weiß. Ich glaube, das sind dann alle. Zuerst schauen wir uns aber mal unsere neue tolle Bonusbestie an. So, da müssen wir hier reingehen und das ist im Prinzip der gleiche Tempel wie vorher. Sieht etwas anders aus. Ich weiß nicht, ob wir die gleichen Räume betreten wie letztes Mal, weil den kenne ich zum Beispiel nicht von letztes Mal. Da stehen jetzt 6 so Statuen rum und zu jeder Statue muss man hingehen und sie quasi aktivieren. Jede der 6 Statuen steht natürlich für einen Tempel, in dem man das Bonus-Item gefunden haben muss. Sollte eine der Statuen nicht gehen, dann muss man halt schauen, welche das ist. Also man erkennt es leicht an der Farbe der Kugeln, die vorne sind. Also links das Gelbe war Walfaris, rechts das Rote ist natürlich Ifrit. Hier das müsste Shiva sein und je nachdem, wenn es nicht funktioniert, dann einfach zu dem jeweiligen Tempel gehen und das Item noch holen. Das geht bei allen Tempeln, außer natürlich in Bevel. Das heißt, auch in
bei dem gelb-roten Ball für Ixion geht's auch. Allerdings beim... Ich glaube, das hier müsste der von Bevel sein. Ja, der dunkel, also der violette oder dunkel-lila Ball ist für Bahamut. Und wenn der nicht geht, dann habt ihr leider Pech gehabt, weil dann könnt ihr das Bonus-Item hier nicht mehr holen in Bevel und könnt auch die Bestie nicht mehr holen. Alle anderen kann man quasi mit dem Luftschiff nochmal ansteuern. Es kann sein, dass dunkle Bestie im Weg stehen, aber da muss man halt trainieren und zuerst die dunkle Bestie erschlagen. Dann muss man die Bonus-Bestie auch ein anderes Mal verschieben oder auch später. Auf jeden Fall geht's dann noch. So, und hier dürfen wir auch zum zweiten Mal mit in die Halle der Astra und schauen, was uns dort erwartet. Welche Bestie wir jetzt bekommen. Maester Seymour's mother. So you know, yet still you seek my aid. My son, do you not hate him? It is all right. He is the one who sowed the seeds of hatred. He is to blame. I am at fault for letting him become what he was. He was always alone, half Guardo, half man. I wanted to give him the strength to live by himself. And so I became a Faith. But because I let him taste power, he began to thirst for more. He was not satisfied with my Aeon. He wanted more, more power. And he found Sin. Yes. Come, Summoner. I will bestow you with my power. The Dark Aeon, Anima. Destroy Sin, and my son's obsession with it. Though it is small recompense for what I did to him. Okay, und das ist die vorletzte Bestie, die wir uns besorgen können, und zwar ist das Anima. Die haben wir ja schon in Luca gesehen, wie sie Seymour selbst beschworen hat. Die ist ziemlich cool, ich werde sie auch bald mal beschwören. Was wir jetzt machen wollen ist, ich gehe noch zurück zum Speicherpunkt, haue mich ins Luftschiff und bis nächstes Mal werde ich die ganzen Ekstasen von allen Bestias aufladen. Das wird nötig sein. Wir wollen nämlich dann wieder in den Tempel Remium gehen und dort noch Yojimbo und Anima quasi erledigen, weil jede Bonus-Bestia, die man quasi bei Belgemäne erledigt, bringt natürlich auch Bonus-Items und die wollen wir uns nicht entgehen lassen. Noch dazu, ich werde das Ganze machen so, dass ich das mache, während ich in einem Gebiet Monster fange. Das heißt, ich werde irgendein Gebiet mir aussuchen, wo ich noch nicht von jedem ein Monster habe und dort mal Monster fangen gehen und beste Ekstasen aufladen gehen. Wir gehen auf jeden Fall vorerst mal zurück ins Luftschiff und
Nächstes Mal zeige ich euch dann, wie es in der stillen Ebene weitergeht, wahrscheinlich mit dem Tempel Remium und vielleicht noch mit einem Chocobo-Rennen. Und wie gesagt, nicht vergessen, die Ekstasen von Tylos und Rico wieder aufladen. Die brauchen wir nämlich auch irgendwann wieder mal. Und bis nächstes Mal wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß!